So, das heißt eine für Macerator. Ich hoffe, dass wir mit den ganzen Frequenzen hinkommen. Meine Frage, Multi. Rauscht Flint bei dir auch ab und zu? Dafür müsst ihr mal was sagen. Nee, gerade wenn er nichts sagt, rauscht er bei mir die ganze Zeit. Also wenn er nur so komische Sachen von sich gibt. Ja, also nur so ein Kratzen oder irgendwie sowas. Was? Kratzen? Ach, nicht kratzen. Wie heißt's? Wenn du atmest, also wenn du das Mikro nur durch Atmen eben kurz aktivierst. Das sollte man eigentlich nicht hören, oder? Das passiert ab und zu einfach, oder durch irgendwelche Hintergrundgeräusche. Das passiert fast immer. Und das ist nicht schlimm, es ist halt nur, ob das bei ihm auch ist. Oder ob es nur bei mir ist. Die Sache ist normalerweise sollte, also ich höre das, was mein Mikro aufnimmt, ja auch selbst auf den Kopfhörern, und bevor man das im TS hört, sollte man das eigentlich noch weitaus eher schon von der Lautstärke so gehört haben. Also sollte ich das schon gehört haben. Ja, deswegen frage ich ja, ob wie ist das eigentlich? Deni, kannst du dich mit Flüssigkeiten im ME-System aus? Geht nicht. Wie geil ist das denn? War es mit den Flüssigkeiten nicht irgendein Addon? Weiß ich eben nicht. Hä, was denn? ME-Flüssigkeiten? Was sind denn dann aber diese 2 hoch 3 Spezial-Storages? Keine Ahnung. Das sind, um Chunks zu speichern. Ansonsten hätte ich gesagt, wir pumpen erstmal die ganzen Flüssigkeiten ins System rein. Nee, dafür sollen ja die Tanks sein. Ich meinte jetzt zum Zwischenspeicher, damit ich hier oben endlich alles abrobben kann. So, Malvik kannst du auch wegschmeißen. Nee. Okay. Alles schön aufgehoben. Hier sind süße 41 Eimer von 20.736 drin, alles klar. Leicht overpowered. Die Anlage kann so, jetzt auch endgültig Punkt abreißen. Rein. Der kriegt scheinbar gar nichts. Oh. Gut, das ist jetzt scheiße. Toll. Ich wollte eigentlich gerade gerne testen, aber die Anlage ist gerade leer gelaufen. Fuck. So. Gleich müsste Eisen wieder sein. Ja, das kann ich abreißen, das kann ich abreißen. So, wo kapp ich hier am besten? Gut, da. Es ist aktuell wieder Eisen. Und bitte fragt mich keiner, warum ich die Scheiße wieder alles aufsammle hier. Welche Scheiße? Beim Reaktor abbauen. Warum sammelst du es ein? Weil wir irgendwann auch einen Reaktor mit Dampf bauen und das ganz gut wäre. Wow. Weißt du, wie schnell das Zeug leer ist? Und dann von dem Mini-Reaktor hier, was? Naja. Vor allem, als wir den gebaut haben, den Reaktor, war das eigentlich ein riesen Projekt. Großer Reaktor. Ja, vor allem, das war auch ein Riesenprojekt. Ja. Und wir haben uns gefreut, dass wir so viel Energie produzieren. Ja. Aber den haben wir auch noch von Hand hochgezogen. Nicht mit irgendeinem Bilderfront oder so. So, irgendwas Neues mittlerweile hier drin? Nö.
Gut, dann Planänderung, dann eben so. Ach, ist eigentlich auch egal, wenn es jetzt gerade funktioniert, wird es wohl funktionieren. Hauptsache, die Macerator springen alle nur einmal kurz an und sind dann instant wieder aus. Jetzt machen sie gerade gar nichts. Auch cool. Jo, halt mal das. Pulverizer? Okay, das. Ja. Warum wird er noch als aktiv gekennzeichnet? Was, Pulverizer? Hä? Was denn? Na, okay. Dann sieht der auch noch aus. Hier der, die Frequenz. Im Reaktor. Ja, okay, kann ach auch so, das sind. Die sind noch auf andere Frequenzen gelinkt. Die. Tesseract, soll ich die mit der Spitzhacke abbauen, dass die immer resettet sind, oder? Ja, kannst du machen. Im besten Falle ja, dann stacken die sich immer im Mir-System. Zumindest einmal stacken die sich. Hier liegen sie schon auf dem Boden rum. Gut. So. Jo, was kann ich hier oben noch abbauen? Bitte? Vielleicht sollte es bei dir flüssiger laufen. Wieso, reißt den Reaktor gleich kaputt, oder was? Oh, Pliny, du bist böse. Nein, ich reiß die Tesseract ab und damit auch die Schilder. Die Hauptquelle für, der Hauptleistungsverbrauch. Ey, ich kann auch nichts gegen sagen. Das ist immer noch so sinnlos. Hä, hey, warum sind die einen grün und die anderen rot? Weil da ein Tesseract dranhängen, wo ich ihn ausgestellt habe. Ah, okay. Ah. Stimmt, die werden nicht mehr aktualisiert. Ich bin gerade am Überlegen, was wir jetzt als nächstes machen können. Eigentlich die Drives unten könnten wir jetzt auch mal wegreißen. Du kannst das Ding hier mit wegreißen. Nö, das dürft ihr machen. Naja, uns hier die Drecksarbeit machen lassen. Ja. Naja. So, und außerdem, ich reiße selber auch was weg. Verdammt nicht. Okay. Das ist jetzt leicht blöd. Scheiße. Gut, das ist jetzt wirklich blöd. Ich habe gerade die Verbindung gekappt zum ME-System. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt gar keinen Strom, gar kein ME mehr haben oder was ist los ist gerade. Wir haben gerade gar kein ME. Oder doch, das ME-System läuft, ne? Ja, das muss auch laufen, aber das Lagersystem nicht mehr. Wo bist denn du? In der Kuppel! Hä? Unable to commune. Willst du mich verarschen? Das ist den Controller genau da drunter. Hä? Controller mal neu setzen. Ja, jetzt geht's wieder. WTF. Muss der Praktikant dir sagen, wenn du die Probleme zu lösen ja, hast. Einfach mal gegenschlagen. Gegenschlagen genau. Hilft immer. Ja. Multi, du legst die Kabel dann wieder vernünftig? Kann ich machen. Weil die Deep Storage Anlage müssen wir jetzt ja auch mehr oder weniger dann mal wegreißen. Ich weiß gar nicht, was stormen wir hier eigentlich alles? Boah, eine Menge. Wann läuft das System wieder? Das läuft theoretisch. Du musst halt nur neu linken, das ist das Problem. Hier oben läuft gerade irgendwie gar nichts. Ja gut, wir haben keine Verbindung. Wir haben keine Wireless hier. Warte kurz, ich überbrücke es. Hättest du das Ganze nicht mal redundant bauen können? Bist du bescheuert? Ne. So, jetzt sollte es wieder laufen. Glaube ich zumindest. Fuck. Was ist das hier für ein Dotrant? Ach!
Ein so, jetzt läuft's definitiv wieder. Ja, wollte schon sagen, irgendwie passt denn aber was nicht. Haben wir hier eigentlich noch Anschluss dazu? Nein. Was denn? Ach, ich lasse die Dinger jetzt erstmal stehen, die anderen. So, jetzt gehe ich das Ding erstmal linken, ansonsten kriege ich dann noch. Das heißt, ich bin schon unterwegs, Storage oder? Storage-Busse. Ja, ne? Exportbusse. Ein Tipp: Exportbusse immer mit der Spitzhacke abbauen. Sonst sind die pre-configurated. Deutsch zu einfach und so. Ja, was? Deutsch wäre zu einfach und so. Ich hätte den voreingestellt. Steht nur pre-configurated drin. Sind die pre-configurated? Ja. Habe ich mir von der Firma ja so angewöhnt, manche Sachen einfach auf Englisch zu lassen. So, den ganzen Kram hier brauche ich gerade nicht. Bei manchen Sachen geht das ja auch klar, aber manchmal hört es sich das auch einfach nur extrem bescheuert an. Ja, schon auch wieder. Was dagegen, wenn ich Diamant-Chests mal ins Amesis-System einprogrammiere? Kannst du machen. Normale Chests haben wir schon, oder? Nein. Ach, immer noch nicht? Nicht? Nein. Ich brauche uns zuvor, ich habe einfach 264 Stacks einfach selber gemacht. Okay. Übrigens, wir haben hier zweimal Kyrotium das drin. Gut zu wissen. Also das Rezept. Zweimal, ich weiß als kein Mal. Das Rezept haben wir zweimal drin. Davon bin ich ausgegangen, dass du das meinst. So. Dann schätzt du Multi auch. Ja. Gut, dann sage ich halt nie wieder was. Puh. Ja. Gott. Passt. Dann schweigen wir uns halt die restliche Zeit jetzt an. Ja. So. Big Reactor, Applied Energistics. Ja gut, Gendistry haben wir hier noch. So Bienenkram. Wir hatten vor uns 2x20 Minuten aufgenommen, ja, oder? Also zwei Folgen haben wir jetzt. Also ist jetzt die vierte Folge ran. Okay, das ging schneller als ich dachte. Ja, ist gleich. So, oh, fuck. Woodplanks. Aber Woodplanks kann er doch craften, oder? Gut. Hoffe ich mal, ja, craften, ja kann er. Nein, kann er nicht. Echt nie? Braucht er nicht für irgendein Rezept Woodplanks? Ich weiß es nicht. Kisten? Ich dächte, für irgendwas war das eingespeichert. Entweder für Solarpanels oder für irgendwas anderes. Haben wir nicht sogar Fences als Rezept drin? Stimmt, dafür braucht es doch. Braucht und dann als Sticks? Oder wie stellt er Sticks her? Sticks, ne? Sticks. Wie viel passen auf so ein Fence drauf, auf so einen Zaun? Stick, wie auch immer. Sind nee, Sticks? Der kann nur Sticks wait, herstellen. Wait, Zäune kann der gar nicht herstellen. Ist mir doch egal, dann. Ja, dann braucht ihr Sticks für irgendwas anderes. Ja, ich habe jetzt das Rezept dafür eingestellt. Oh, wenn er Sticks herstellen kann, mit 16 GB jeweils, kann er auch Woodblanks herstellen. Ja. Wenn er die Sticks herstellt und dann für einen Zaun 16 Stück davon braucht, sind ja dann in Wait geschaltet, oder? Jetzt reicht's langsam. So, ich mach mal kurz 64 Diamant-Chests. Boah, der braucht wirklich lange dafür. WTF. Was brauchen die da so lang für? Ja, die ist ja nicht bloß ein Schritt, was er da craften muss, sondern er muss ja erst Gold-Chests und so weiter herstellen. Ja, trotzdem. So. Ich glaube, du hast das einprogrammiert. Das ist Applied Energistics, das ist geistig behindert. Bitte? Denk dran. Das ist Applied Energistics, das ist geistig stimmt behindert. Man macht nicht ein Stack Chests und daraus ein Stack Eisen Chests, sondern man macht jeder einzeln. Noch ja. Nacheinander. In der neuen Version nicht. Ja. Das ist ein 7 spielen. Wobei, nee, dann haben wir die hässliche Scheiße mit den Channel. Kein Bock. So. Aber dann kann man endlich Code-CPUs. Also, es hat doch ein paar Vorteile. Ja. Hast du eigentlich. Aber diese Assembly-Dinger, die haben ja damals schon gereicht. Welche, die, achso, womit du denn dieses Silikon-Zeugs herstellen musst? Oh ja. Welche Frequenz hast du eigentlich die Kuhfarm genommen? Allgemein? Ja, können wir lassen. Ja, die Kuhfarm hängt am Allgemeinen dran. Weil ich wollte denen jetzt dort hinten nicht so viel Luxus geben, dass sie auch noch ihre eigene Stromversorgung haben. Brauchen wir noch nicht.
haben schon das eigene WLAN da hinten. Ja, ja, vielleicht, vor allem die Kühe haben wirklich direkt daneben WLAN-Port. Ja, deswegen, ja. So. Ja, wenn sie Hunger haben, können sie sich das Zeug aus dem System rausholen. Hast du denen auch beigebracht, wie sie es aus dem System rausholen? Ich bin dabei. Wir üben noch. Ich bin gerade am Überlegen, wie man das am besten jetzt gerade mal macht. PS, ich will gerade dabei, ich gehe gerade dabei, die Umsortierungsanlagen-Dingens da neu fertig zu machen. Kann das bitte nochmal wiederholen? Ja, die Aussortierungsanlage, die wir jetzt aktuell in der einzelnen Kuppel da haben, die vier Kisten.